Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist eine sehr lange Zeit her, dass ich mein Video hochgeladen habe, dass ich hier angekommen bin. Es tut mir auch leid, dass ich nicht gepostet habe. Ich war sehr beschäftigt und habe halt Freunde gefunden und so alles und habe, sage ich mal, nicht wirklich viel erlebt. Also mein Alltag war eigentlich immer so der gleiche. Also ich bin zur Schule gegangen und war dann bis 3 in der Schule, habe dann noch meinen Sport gehabt bis so 4.30 Uhr und dann kam ich nach Hause und habe dann eher so Netflix geguckt oder so oder halt Hausaufgaben gemacht, nicht viel gemacht und eventuell halt noch was mit meinen Freunden. Homecoming, da bin ich nicht hingegangen, weil ich in Quarantäne war zum zweiten Mal. Also habe ich das nicht erleben können. Dann hatten wir Snowball, das ist so einfach nur so ein Tanz im Winter, der wurde bei uns abgesagt wegen Corona. Und ich hoffe einfach, dass ich dann für Prom dabei sein kann. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich jetzt was Spektakuläres so erlebt, aber ich dachte, dass ich jetzt euch mal so mitnehmen sollte, wie so mein Schulalltag ist, auch wenn es jetzt nicht spektakulär ist. Oder wenn ich halt was mit meinen Freunden mache, dass ich euch da irgendwie so ein bisschen mitnehmen werde. Ein weiterer Grund, dass ich nicht so gefilmt habe, ist, dass meine Kamera kaputt gegangen ist oder beziehungsweise meine Speicherkarte nicht mehr annimmt. Und ich habe irgendwie nie darüber nachgedacht oder halt immer vergessen, eine neue Speicherkarte zu kaufen. Und generell deswegen, meine Kamera hat nie funktioniert und ich hatte irgendwie nie Lust, über mein Handy so zu filmen. Aber das mache ich halt jetzt, weil ich halt immer noch keine neue Speicherkarte habe und ich auch gar nicht weiß, ob die neue Speicherkarte dann auch angenommen wird. Also keine Ahnung. Wie ich im Video gesagt habe, als ich hier angekommen bin, ich war im Cheerleading. Da habe ich nicht so wirklich viel mitbekommen, weil ich halt, wie gesagt, zweimal in Quarantäne war und ja, da war die Saison auch schon eher vorbei. Jetzt für den Winter war ich im Powerlifting. Also mit so Deadlift, Bench und Squat. Das war eigentlich ganz gut. Also die Saison ist jetzt auch vorbei seit gestern. Und dann plane ich halt für die Frühlingssaison Softball zu probieren, weil das irgendwie halt auch neu hast, haben wir halt nicht in Deutschland. Und keine Ahnung, das interessiert mich einfach. Also ich bin jetzt, wie man sehen kann, zu Hause. Die Schule ist vorbei und ich werde euch einfach morgen mal so ein bisschen durch die Schule mitnehmen. Morgen ist Mittwoch und da haben wir einen Early Release. Das heißt, die Schule fängt ganz normal an, aber die Stunden sind nur 30 Minuten lang und dann haben wir nur bis circa 1 Uhr Schule und nicht bis 3. Und das haben wir halt meistens mittwochs. Zwar nicht jeden Mittwoch, aber halt werden dann immer mittwochs. Ich habe bisher wirklich jeden Tag in mein Abschiedsbuch, was ich vorbereitet habe, reingeschrieben. Ich habe da wirklich jeden Tag, seit ich hier bin, dokumentiert, was ich gemacht habe, generell den ganzen Tag. So kann ich einfach zurückblicken, wirklich, was ich jeden einzelnen Tag gemacht habe, weil ich meine, du denkst halt nicht an alles, also du vergisst halt schon einiges. Und wenn du dann so da durchblätterst, dann siehst du halt einfach erst so, ach stimmt, das habe ich auch gemacht und keine Ahnung. Also ich finde das schon ein bisschen so gut oder praktisch, dass ich halt von Anfang an da wirklich dabei war und auch dran geblieben bin. Und das Buch ist auch schon langsam echt dick geworden. Also es sind halt auch so Bilder und so alles drin und keine Ahnung, Erinnerungen. Ich habe auch schon einiges, sage ich mal, so gekauft und von meinem Kunstunterricht gemacht, was ich mit nach Hause nehmen will. Also es wird auf jeden Fall sehr eng werden in meinem Koffer. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich alles nach Hause bekomme. Ich hoffe es. Der Plan ist, dass ich auf jeden Fall noch einen Koffer kaufen werde, weil ich glaube, das muss ich. Und dann hoffe ich einfach, dass das alles mit zurückkommt. Guten Morgen. Ich bin gerade aufgewacht. Wir haben 6:50 Uhr. Und meine Gastmutter ist noch im Bad und macht sich fertig. Und dann klopft sie immer an meine Tür, damit ich weiß, dass sie fertig ist. Ja, ich werde mich dann gleich fertig machen und dann
geht's auf zur Schule. Wir haben von der Schule immer einen Laptop und benutzen halt jeden Tag. Also wir haben nicht wirklich viel auf Papier, manches. Aber jeder bekommt halt einen Laptop von der Schule. Und dann haben wir halt so Programme, mit denen wir halt immer arbeiten. Ich hole ebenfalls jeden Morgen Sportklamotten mit, weil ich jeden Tag in meiner Study Hall, also wenn ich so eine Freistunde habe, da mache ich immer Sport, weil meine Study Hall ist in der letzten Stunde und ist immer praktisch, weil ich habe keine Lust, verschwitzt in irgendeinem Unterricht zu sitzen. Deswegen mache ich dann immer nach der Schule Sport. Ich hole jeden Morgen in die Schule eine Wasserflasche mit und diese Wasserflasche ist einfach nur so groß. Also ich habe halt immer das Problem, dass ich zu wenig trinke und deswegen habe ich mir diese Flasche gekauft, dass ich einfach nur das Ziel habe, diese Flasche zu trinken, weil das sind 2 Liter und das ist dann auf jeden Fall gut, dass man, wenn man dann 2 Liter trinkt, anstatt so nur so 2 Gläser am Tag. Ebenso mache ich immer eine Zitrone da rein. Ich mag den Geschmack von meinem Wasser nicht so mega gerne. Und deswegen mache ich mir immer eine Zitrone rein. Also es verbessert auf jeden Fall den Geschmack. Also wir haben heute minus 8 Grad, aber mit dem Wind ist es minus 14 Grad. Also bei kälteren Tagen mache ich mir immer eine heiße Schokolade oder so und nehme die damit in die Schule und trinke das zuerst und dann trinke ich mein Wasser. Dafür benutze ich immer Kakao von Starbucks. Keine Ahnung, habe ich mir mal gekauft gehabt hier und wird eigentlich ganz okay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. In a way that I can leave you stranded, 'cause you would never let me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh wow. Oh. Jetzt bin ich all set. Ich habe mein Wasser, mein Kakao und meinen Rucksack und dann werde ich auch bald losgehen. Ich habe vergessen, bevor ich mir den Kakao gemacht habe, dass ich noch einen Kaffee von gestern habe. Das heißt, ich werde den Kakao jetzt einfach in den Kühlschrank machen und irgendwann oder morgen oder so wieder aufwärmen und den Kaffee jetzt einfach mit zur Schule nehmen. Ich habe es einfach total vergessen. Why won't they open? Yeah.
Okay, also ich bin jetzt mit meiner besten Freundin Lia, oder halt in Deutsch Lea, wir haben jetzt Lunch und sie wird jetzt noch etwas zu essen abholen und dann fahren wir wieder zurück zur Schule. Wir haben immer Lunch für 30 Minuten ungefähr und dann geht's los. Also wir haben 4 Stunden Unterricht und dann haben wir die Mittagspause und dann haben wir 4 Stunden wieder Unterricht. Heute haben wir auch eine Versammlung irgendwie von den Seniors, keine Ahnung. Ja, also mal sehen. Ich bin nur zu Hause. Ich habe nach Spanisch meinen Sport gemacht. Das war jetzt nicht so spannend. Danach hatten wir so eine Versammlung, also so Klassenversammlungen, wo einfach nur so Daten besprochen worden sind. Halt auch so, wie der Abschluss und so alles ablaufen wird und die nächsten Wochen so aussehen. Dann hat Lia mich nach Hause gefahren und dann habe ich jetzt ein paar Hausaufgaben gemacht und ich werde jetzt noch duschen gehen und dann mache ich mich auf den Weg zur Sporthalle, weil heute ist ein Basketballspiel. So, also ich bin jetzt fertig, muss gleich noch Schuhe anziehen und so alles und dann mache ich mich auch schon auf den Weg und ich gehe auch nur so um die unter 10 Minuten auf jeden Fall. Zu Hause, das war nur ein Varsity-Spiel, kein JV-Spiel. Ja, und das hat auch schon angefangen gehabt, das wusste ich nicht. Das heißt, ich kam so zur Halbzeit ungefähr. Morgen ist aber nochmal ein Spiel und da werden die Powerlifting-Leute, wo ich ja mit dabei war, die werden da so vorgestellt, weil die Saison jetzt vorbei ist. Also mal sehen, wie das so laufen wird. Da werde ich auf jeden Fall zum Spiel gehen, da ist auch ein JV und ein Varsity-Spiel. Ja, ich werde jetzt erstmal nicht mehr viel heute machen. Wir haben schon 6, 7 Uhr so. Und ich werde jetzt, glaube ich, nur Fernsehen gucken oder so. Also nur entspannen. Ja, dann haben wir jetzt beendet. Es ist 10:30. Ich werde jetzt noch meinen Tag in mein Buch reinschreiben und dann werde ich auch schlafen gehen und ich hoffe, dass ich schlafen kann. Letzte Nacht konnte ich nicht so gut schlafen, weil ich Kaffee-Intus hatte. Aber ja, sonst war das so mein Tag. Okay, ich bin ein bisschen zu spät für die Schule. Ich muss mich jetzt beeilen, ich habe meinen Kakao und mache mich jetzt auf den Weg. Es ist heute sehr kalt. Meine Kostüme und ich sind jetzt
spazieren gegangen. Es ist Sonntag, die waren in der Kirche, da habe ich natürlich nicht gefilmt. Und ja, wir sind jetzt spazieren am Fluss. Wir werden jetzt noch zurückfahren und dann werden wir, glaube ich, gar nicht so machen. Also Fernsehen gucken oder so. Und dann ist auch schon wieder Montag. Das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt nur kurz und nicht so ein mega doller Einblick. Ich weiß, der Alltag ist halt, wie gesagt, sehr trocken. Und jetzt bald fängt die Softball-Saison an. Vielleicht kann ich euch da mal mitnehmen. Und ja, also am Tag mache ich halt, wie gesagt, nicht so viel. Aber ich habe euch dann mal einen kleinen Einblick gegeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert mich und bis zum nächsten Mal. Ciao.